Hallo, heute gibt es mal einen leckeren, süßlich-fruchtigen Auflauf. Heute gibt es mal einen Aprikosenauflauf mit Schokostückchen. Für diesen Auflauf werde ich heute ein paar alte Brötchen verwerten. Die sind schon 2-3 Tage alt. Die sind aber noch prima für diesen Auflauf geeignet. Dann habe ich eine Büchse Aprikosen, 4 Eier, etwas braunen Zucker, etwas Butter. Damit werde ich nachher die Auflaufform einfetten. Dann habe ich hier noch etwas Puderzucker zum Bestäuben nachher. Dann ist hier noch dunkle Schokolade, das sind ungefähr 100 Gramm, also Zartbitterschokolade. Und dann habe ich hier noch Milch. Ich werde jetzt erstmal die Eier aufschlagen und in die Milch geben und den Zucker dazu geben und das Ganze dann gut durchmischen. Als erstes kommen dann die Eier zur Milch. Dann gebe ich noch den Zucker gleich mit bei. Und ein wenig Salz. Das braucht jetzt nicht viel sein. Das soll nur so ein bisschen den Geschmack abrunden. So, und jetzt kann man das mit dem Schneebesen machen oder man nimmt, wie ich jetzt, den Pürierstab. Und wenn das dann alles gut verrührt ist, werde ich als nächstes die Brötchen aufschneiden. Die Brötchen schneide ich mir dann immer so einen guten Zentimeter dicke Streifen. Und gebe sie dann so in eine extra Schale nochmal rein. Und dann wird das Ganze mit dem Milch-Eigemisch übergossen. Ja, ich nehme da jetzt erstmal nur die Hälfte. Und dann die restliche Milch-Eigemischung. So, und dann kann ich jetzt ziehen. Solange jetzt die Brotscheiben am Ziehen sind, werde ich mir schon mal die Form hier ausbuttern. Ich nehme da immer so ein bisschen so ein Küchentuch. Lässt sich eigentlich ganz gut machen. Kann man natürlich auch mit einem Pinsel oder irgendwas ähnlichem machen. Ist eigentlich egal. Hauptsache ist eine gute Schicht drin. Die Brotscheiben sind jetzt gut mit der Milch-Eimischung durchgezogen. Ich habe sie noch mal ein bisschen umgedreht und dann fange ich an, die hier so ein bisschen zu schichten. Ich lege da immer so eine Lage Brote hin. Dann kommen ein paar Aprikosen dazu. Dann wieder ein bisschen Brot. Und wieder Aprikose, zwischendurch dann auch immer mal so ein Stückchen von der Schokolade. Und wieder Brot. Wenn jetzt noch so ein bisschen von der Ei-Milchmischung übrig ist, dann das einfach noch mal so oben drüber gießen, dass alles noch mal so ein bisschen was abbekommt. So, und dann kommt als letztes noch ein bisschen Butter oben drauf, die übrige Butter vom Einfetten. Und da gebe ich jetzt immer noch mal so ein paar Fleckchen hier oben rauf. So, und wenn dann die Butter gut verteilt ist, dann kann das Ganze eigentlich schon in den Backofen. Der Backofen hat jetzt also ungefähr 180 Grad erreicht. Da zeigt jedenfalls der Thermostat hier an, wobei den Dingern ja nicht so wirklich zu trauen ist. Das bleibt jetzt so etwa 30 bis 45 Minuten bei 180 Grad drin. Der Auflauf ist jetzt ungefähr 40 Minuten drin. Ich schaue mal nach. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Das kann jetzt also schon mal rausgenommen werden. So sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. Und dann kann das so serviert werden. So, ich hoffe, es hat gefallen. Ich würde mich freuen, wenn das mal jemand nachkocht. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß dabei und wie immer einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!